So, Mahlzeit, ihr Schlawiner. Jetzt selbes Szenario: Dynamo, Dunkirchen. Mir ist ja klar unterwegs in G Dienst gestellt 1928. Jetzt wollte ich mehrere Sätze in einem unterbringen. Also mit dem Cyclone-Zerstörer unterwegs von den Franzosen. Ich weiß nicht, ob man das dann, wenn es französisch ist, Cyclone ausspricht. Aber das könnte natürlich auch. Ich habe den Text jetzt da nicht gelesen. Kommissioniert worden sein. Das könnte auch ein britischer sein, der halt den Franzosen übergeben wurde. Auch ein ziemlich fetziges Ding. Ich nehme ihn erstmal weiterhin Cyclone und nicht Cyclone. Das klingt, glaube ich, ziemlich bescheuert. Und ja, die Runde davor lief ja relativ gut. Ich habe zwar nicht ganz durchgehalten, ging mir immer noch. Verdammt, ey. Irgendwie 5 Sekunden bevor sowieso, bevor wir eh gewonnen hätten, wurde ich noch versenkt vom feindlichen Torpedo. Aber es passiert. Wird ja versuchen, hier irgendwas zu prophezeien. Schon wieder nur zwei Cyclonen und davon bin ich ja, ne? Die werden wohl auch nicht häufig gefahren, so wie ich das sehe. Also ich habe jetzt zwischendurch noch eine Runde gemacht. Einfach, also mit der Cyclone, um mich aufzuwärmen. Da sind immer nur zwei drin. Eigentlich schade. So, ein cooles Bild hier übrigens gewesen. So. Die bin ich jetzt noch. Also erst zum zweiten Mal jetzt hier am. Das ist ja scheiße. Also, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich die hier fahre. Davor lief es so lala, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Anthony, oder der, ich sag immer die Anthony, ich weiß nicht, der Anthony Zerstörer, besser ist. Hab ich das Gefühl. Ich glaube, mit diesem D ist so eine Angewohnheit, weil Schiffe irgendwie immer weiblich angesprochen werden, so wie die Hindenburg, die Tirpitz und die. Aber es ist ja das Schlachtschiff, der Zerstörer und das ist schon alle wieder. Ja. Dünkirchen. So, ich glaube, ich muss das nicht nochmal erklären hier. Wir müssen also mindestens 3000 ertrinkende Soldaten retten. Bonusaufgaben, also die Nebenziele sind 7000 zu retten und. Hallo? Smack. 7000 Soldaten retten. Ich glaube, 25 Torpedoboote abschießen. 80 gegnerische Bomber und Torpedobomber. Dann waren es, glaube ich, 10 Jagdflugzeuge. Und ja, sowas, ne? Nicht ins Minenfeld fahren, wenn möglich. Da kommt schon die ersten Jäger. Oh boy. Also wieder einer, der sehr viel schreibt und das sind meistens die, die einen dann irgendwann dumm anflaumen, wenn man auch nur einen Millimeter abweicht von dem, was er eigentlich will. Diese Sprachausgabe wird mir ganz übel. So, Murphy. DJ Lex Lex. Alles klar. Ja, okay, immer. So, jetzt müssten mal ein paar hier irgendwie Nebelwände legen. Achso, ich glaube, ich bin nur die der. Der Cyclone-Zerstörer kann, glaube ich, Nebelwände legen, also ich. Dann mache ich das gleich mal. So, ich bin schon mal einschiffen. Ich kenne einschiffen eigentlich nur als einpinkeln. Deswegen fand ich es irgendwie witzig, als ich zum ersten Mal gelesen habe. Naja, ich bin halt ein Kindskopf, ne? Offensichtlich. Also, ja, also meine letzte Runde erstmal und dann muss ich wirklich ins Bett, weil ich muss 4 Stunden wieder aufstehen. So, ich habe jetzt alle drin. Sollte ja auch mal losfahren. So, 2 von 8. Waren es echt 2 von 8? Mir war so, als wären es 2 von 10 davor gewesen. Kann aber glaube ich nicht sein, denn die Karte ist immer die gleiche. Ah! Max ist weg. Wieder durch den Minenleger.
Okay, ich könnte jetzt, wenn ich hier stehen bleibe, mache ich auch gerade, dann könnte ich noch, jetzt habe ich nochmal 20 aufgenommen. Ich habe 20 verloren durch den Treffer, den ich abbekommen habe. Also ist schon auf eine gewisse Art und Weise anstrengend, aber das hier ist ein bisschen wie positiver Stress, also es macht Spaß. Abgeschossen, also bisher nur Flugzeug abgeschossen, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall noch irgendwas leisten hier. Spätestens wenn viele von uns schon verendet sind. Wir haben schon einen verloren. Das Blöde ist, solange ich jetzt hier nicht aufgewertet werde, wir haben schon wieder verloren. Was ist los hier? Ja, ich bin jetzt gerade nicht so gesprächig, weil ich versuche hier irgendwie. Der Kreis ist weg, die sind alle abgesoffen bei von dem einen. Der ist ja eben gerade erst verendet. Ne, da sind noch welche. Achtung! Was ist denn das? Das ist so ein Minenfeld. Der vordere ist auch ein Minenfeld verendeter. Oder? Also zumindest am Rand vom Minenfeld. Okay, Herr Waffentrager hat sie jetzt aufgenommen. Die anderen weiter hinten, ja, die kann jetzt keiner mehr retten. The fuck? Ist ja wohl nicht sein Ernst. Ich hab doch gesagt, das war ein Minenfeld. Die hätte ich gar nicht aufgenommen. Die eine sind mich ins Minenfeld und das habe ich heute schon mal erlebt gehabt. Fährt also ins Minenfeld, warum auch immer, und die andere fährt dahin, um die aufzusammeln im Minenfeld. Also ich weiß nicht, was los ist mit den Leuten. Okay, jetzt könnte ich mir aufnehmen, aber ich werde bestimmt nicht da in das verdammte Minenfeld fahren. Also total Affenkacke hier. Okay, jetzt ist es eh gleich unter 80, da lohnt sich das, ja, lohnt sich doch nicht mehr jetzt. So schnell wie die ablaufen, und die laufen hier richtig schnell ab. Ich versuche mal vielleicht am Rand da irgendwie. Ne, das lohnt sich nicht mehr. Müssen wir aber schnell drehen hier, sonst bin ich auch gleich weg. Naja, okay, so ist aber einfach dämlich. Irgendwo treffe ich ihn hier. Echt nicht. Der ist weg. Oh Mann, hier. Ja, alle die näher sind, die sind schon längst weg. Oh fuck! Scheiße, Mann. Wir haben unsere Soldaten verloren. Ich treff hier keinen Fucker. Ich dachte gerade, der fährt jetzt auch da voll in das Minenfeld rein. Ich meine, er ist direkt da vorne. Also ist schon ziemlich knifflig hier. Ich habe es auch gehabt, ich war in der ersten Runde war ich im Minenfeld. Aber einfach weil ich mich, das war mein Fehler, ich habe einfach nicht drauf geachtet, ich war unaufmerksam und habe die Schnellboote geschossen.
ohne darauf zu achten, dass ich gerade in ein Minenfeld fahre. Aber ich habe sofort reagiert, als das Rot aufgeblinkt hat. Und ja, konnte mich gerade noch so retten dann, ne? Und das wäre auch dumm gewesen, aber da weiter durchzukurven und da fährt der nächste auch noch rein, um da irgendwelche paar Personen aufzusammeln. Die Deutschen kommen wieder. Das heißt, ihr habt noch nie so wenig Soldaten beim Transportieren drauf gehabt hier. Warum bleibt ihr da stehen? Er sollte doch einfach mit uns mitfahren, wäre viel besser. Weil die meisten Schiffe doch hier sind. Ich meine, die fahren eben auch nicht so schnell. Nebelwerfer gestartet. Ich hoffe, dass der Nebel uns jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit verschafft. Oder beziehungsweise, dass sie weiter nach vorne fahren müssen. Wo die hoffentlich abgeschossen werden. Echt knifflig hier. Vielleicht kriege ich auch mal noch eins abgeschossen hier. Da sind schon Torpedos raus. Das gibt's doch nicht. Echt jetzt? Aber. Oh, echt jetzt? Zwei hintereinander. Voll zerfleddert, die Jungs. Sie nehmen ihn keine auf, doch jetzt. Okay, ja. Hab wohl alle aufgenommen, die jetzt noch da drin waren. Also alles, was möglich war hier. Endlich auch mal ein, zwei sinkt hier. Das ist der nächste. Ich glaube, dem vielleicht ein anderer. Nö, der macht gar keiner hier. Hey, der Witzker, der ist aber. Hau doch mal ab mit deiner Mumme hier. Der ist schon weg. Oh, ich habe einen von uns getroffen. Das ist natürlich blöd. Okay, passiert. Der eine ist schon so weit vorne. Auch nicht so clever. Ist eigentlich auch zu weit entfernt, ich brauche hier gar nicht schießen. Treff ich? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Was waren die denn? 50 Knoten oder was? Was? Scheiße. Siehst du, die von mir habe ich gar nicht beachtet. Das ist einfach so, hier ist so viel zu tun eigentlich dann auch. Aber es ist in Ordnung, also ich beschwere mich nicht. Es ist halt mal was ganz was anderes. Oh, ich hab einen versenkt. Das gibt's doch nicht. Holy smokes. Der ist so nah und so schnell. Ich komm nicht. Tatsächlich ein Versenken. Ich habe noch nie einen mit dem Torpedo getroffen hier bei diesem Szenario. Den noch irgendwie? Ja! Gegnerischen Zerstörer versenkt. An alle Schiffe, hier spricht Colonel James White, Royal Air Force. Wir geben Luftunterstützung. Okay, wir kriegen Luftunterstützung. Und wenn ich jetzt meine mal abliefern könnte hier, da hätten wir schon 723 Soldaten gerettet. Das heißt, wir müssen zusehen, dass eigentlich die anderen reinkommen. Obwohl er lädt gerade, glaube ich, ab. Der ist schon so weit vorne. Der Radius von dem. Von der Abladezone ist so 1,5 Kilometer, also in dem man abladen kann. Und er war jetzt auf 13 irgendwas. Das Ding war 18 entfernt, kommt ungefähr hin. Müsste also schon da sein jetzt. Okay, wir haben nur 8 zivile Schiffe und jetzt kommen die ganzen. Da saufen schon wieder welche ab. Hm.
Das war ein großes Schiff, so viel wie da jetzt dabei sind. Ja, was ist denn das jetzt hier? Meint er mich? Ah, ich glaube, der meint dieser Clone, oder? Oder meint er mich? Ja, ist nicht gerade die feine französische Art hier, aber keine Ahnung, was er jetzt hier will. Also wenn er mich nicht meint, ist mir egal, wenn jetzt gerade auch Krawall gebürstet hier. Kann ich nicht ab. Kann er nicht einfach versuchen, sein Bestes zu tun? Bringt doch sowieso nichts hier. Und schon mal wieder einen Haufen verloren hier. Über 200 einfach ausgelöscht. Und da kommen noch mehr Torpedos. Ich drehe durch. Wen habe ich zum Sterben zurückgelassen? Ist das ja blöd oder was? Was? Was labert der für eine Scheiße? Das kostet mich an, weil mich sowas ablenkt und ich weiß ja nicht, ich lasse mich aber auch ablenken. Fuck nein, fuck nein, fuck nein, fuck fuck! So, das lassen sich ja alle zerledern. Ja, toll, Alter. Und ich glaube, hier kann ich nicht mehr reinfahren in den Kreis. Der ist einfach zu nah. Ich habe nicht getroffen hier. Ganz im Ernst, wenn solche Typen dabei sind, wenn sowas schon irgendwie vorkommt, ja, dann ist verloren. Man macht irgendwie automatisch, spielt man schlechter, man macht mehr Fehler, also die noch da irgendwie am Spielen sind. In den meisten Fällen, und gerade bei solchen Szenarien hier, wo einfach so viel passiert, wo einfach so viel unterwegs ist hier. Digga, ich versuche irgendwie noch rein zu... Oh Mann, das wird echt schwierig hier. Jetzt muss ich natürlich erstmal abbremsen, dann irgendwie in Position kommen und... Das ist doch totale Scheiße. Ich bin erst einfach zu nah hier. Jetzt bin ich der letzte Spieler, ey, hör doch auf, du. Den habe ich... Was? Auch nicht getroffen. Ich sollte aufhören von hier versuchen, in diesen Kreis zu kommen. Ich komme ja nicht in diesen scheiß Kreis rein. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Rückwärts vielleicht, aber das ist eine totale Kacke hier. Also einfach ist anders, aber gut, okay, hilft ja nichts. Wieder zu dem anderen Kreis fahren, denn da kann ich direkt reinfahren. Was für Torpedos? Nein, die bitten mich treffen. Aber immerhin eine Nebenaufgabe abgeschlossen. Schade, das andere lief so gut, aber man kann sich ändern. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Dem Typen hau ich eins in die Fresse, den finde ich. Und ja, viel Spaß noch beim Zocken. Ne? Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao, ciao und... Holla die Wölfin, ja. Also, ciao.